Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Warlogistik Extra. Ich habe inzwischen die Pufferlösung mit dem ganzen Aufbau in meinem neuen Szenario wieder aufgebaut. Inzwischen benutze ich auch ein, zwei Mods. Könnt ihr im Blog nachlesen. Jetzt Puffer Spezial. Laufen wir mal kurz darüber. Ich habe das alles, was in der vorigen Tutorial erklärt wurde, hier die Pufferlösung, die einfache Lösung, die etwas bessere Lösung, dann die Lösung mit Schnittstellen und dann hier ein kompakter Aufbau. Und hier habe ich etwas komplett Neues gemacht. Ich mache das mal schön groß, sodass wir es uns sehen, schon hinten rein. Und zwar, die Idee ist hier, dass wir nicht einfach nur sagen über die Signalleitung, schick mir was, sondern wir sagen jetzt auch, wie viel geschickt werden soll. Ich starte das mal, das heißt, der blaue Greifer ist jetzt der Verbraucher und wenn nicht mehr genug da ist, wird einfach neu gestartet. Ich drehe also in die richtige Richtung, so, fängt an zu arbeiten. Rosa heißt, wir sind unter dem Puffer und wir verbrauchen und verbrauchen und verbrauchen. Ja, und jetzt geht's los. Das kann man vorher auch schon, aber ich schicke nur noch ganz kurz ein Signal. Hier kann man sehen, aha, guck mal, minus 46, ne, 22 geht runter und vorbei. Und fertig. Hören wir mal auf, hier zu verbrauchen. Sobald wieder rot ist, wie von Jahr nach, dann hören wir einfach auf. Und dann erkläre ich kurz die Schaltung. So, kein Verbrauch mehr. Können wir kurz gucken. Minus 35, 311. Ist hier noch auf. Ja. War noch nicht genug da. Und jetzt sind wir auf grün und hören auf zu arbeiten. Wir sehen, die Schaltung ist so, dass automatisch nachbestellt wird. Und zwar immer das, was fehlt bis zur oberen Grenze. Und wenn er dann die erste Lieferung erledigt hat und es immer noch auf gelb braucht noch was, wird das nochmal getriggert. Und wenn es nochmal getriggert wird, wird wieder nachgeliefert. Und dann machen wir eine leichte Überlieferung. Das heißt, wir schicken etwas zu viel Material. Das ist aber erstmal kein Problem. Wie ist es aufgebaut? Wir sehen hier drei relevante Teile. Das hier ist die Logik, die das Band beobachtet und sagt Band leer. Wenn Band leer ist, dann erzeugt das Signal empty, aber nicht konstant, sondern nur noch ganz kurz. Das ist wieder so eine Flankensteuerung. Signal geht rein und wird nur einmal kurz ein E geschickt. Gut. Das hier ist die Lieferlogik. Hier wird gezählt, wie viel möchte ich haben. Momentan habe ich leicht überliefert, sind 3 zu 4 angekommen. Das macht nichts, ist genug Platz in der Kiste. Und hier wird wieder runtergezählt. Das ist ganz vorteilhaft. Ich habe es sogar so hingekriegt, dass man hier mit mehr arbeiten kann. Also der zählt auch korrekt. Gut, was haben wir hier? Das ist die Bestelllogik. Hier unten, das kennen wir schon, das sind die 3 Kombinatoren, mit denen die Farben eingestellt werden, kann man sehen, grün, gelb, rot. Ich mache jetzt mal die Anzeige aus, damit wir das besser sehen können. Hier wird das Signal erzeugt, was der Greifer tun soll. Ich habe hier so eine Schnittstellengeschichte, damit man die anschließen kann. Das heißt, das rote Kabel geht raus, geht hier drauf und sagt dem Greifer, bitte Kupfer nehmen. Was ich nehmen will, habe ich hier eingestellt. Da steht, kann man sehen, ein Kupfer, das ist das, was ich nehmen möchte. Gut, was haben wir noch? Die Kiste hat einen Bestand, geht wieder auf diese Schnittstelle und geht auf diesen Baustein. Dieser Baustein ist das die altbekannte Pufferlogik, das kennen wir ja schon. Ich vergleiche auf die verschiedenen Grenzen. Hier sagen wir, aha, Häkchen größer, obere Grenze, dann Reset. Was haben wir hier? Das war da. Hier haben wir Häkchen, kleine Untergrenze, dann bitte Set. Und hier haben wir die Rückkopplung, wenn Set größer R ist, dann bitte selber S größer R ist, dann bitte wieder ein S erzeugen. Das ist diese Selbsthaltelogik. Wunderbar, das ist also das Altbekannte, das kennen wir alle schon. Und jetzt mache ich Folgendes. Wenn hier was rauskommt, dann gebe ich es einfach auf diesen einen Baustein hier. Dieser Baustein macht nichts anderes, als zu sagen, hör mal, Häkchen minus obere Grenze, das heißt der Bestand in der Kiste, minus obere Grenze und das gibst du bitte wieder aus. Dann weiß ich, wie viele mir fehlen.
Hier mache ich ja die Umsetzung Kupfer auf Häkchen, damit ich hier intern einfach nur mit Häkchen rechnen kann. So, was mache ich hier? Hier sage ich Sternchen, also irgendein jeweils, egal was da so drin steht, sozusagen mal B, Ausgang bitte Kupfer. Gut. Jetzt kommt die Frage, wann ist denn B gesetzt? Und das ist hier wieder so genau diese Logik, die wir ja schon kennen. Eine Flankenerkennung habe ich hier wieder gebaut. Hier gehen alle möglichen Signale rein. Wir können sehen, das rote Kabel läuft einfach überall rüber. Dann sage ich, wenn S gleich 3 ist, dann bitte gib ein B kurz raus. Und dann kommt die Frage, wann ist denn S gleich 3? Ja, das ist ganz einfach. Wenn wir oberhalb der oberen Grenze sind, haben wir ein R. Wir sind unterhalb der oberen Grenze, dann ist gar nichts auf dem grünen Kabel drauf von R und S. Warum nicht? Weil wir ja gerade runtergegangen sind. Wenn wir dann unter die untere Grenze sinken, also unter die untere Grenze sinken, dann passiert Folgendes. Durch diesen Vergleich erzeuge ich ein S und das S erzeugt über dieselbe Zeitung ein zweites S. Da habe ich schon zwei S. So, und jetzt sage ich, okay, es sind jetzt erstmal zwei S, die reinkommen, aber wir sehen hier noch dieses grüne Kabel. Und was macht das grüne Kabel? Das grüne Kabel macht einfach Folgendes. Es geht hier drauf und sagt dann, S gleich 1 ist, dann bitte ein S erzeugen. Wann ist S gleich 1? Am ersten Takt vergleichen, S ist gleich 1. Geht hier drauf. Dann erzeugt der ein S und die Selbsthaltung erzeugt ein S, habe ich 3S. 3S, ne, kein Problem, geben wir einfach aus. Ne? Mal B, so, und B ist hier erzeugt worden. Wenn ich also 3S hier anliegen habe, dann kriege ich nicht ein S, kriege ich, weil ich unter der Grenze bin. Ein S kriege ich dann, weil ich die Selbsthaltung habe. Und für einen einzigen Takt liefert der hier noch ein S dazu, sind 3S, kommt hier ein B raus und dann liege ich ganz kurz, die Differenz gebe ich ganz kurz weiter. Das ist der Kniff dran. Das heißt, wir erkennen eben, er hat gerade die untere Grenze unterschritten, ganz kurz sagen wir dann, und das muss ich jetzt mal die Differenz, die muss ich jetzt mal schnell hier hinmelden. Das war es dann schon. Und hier ist die übliche Zählerschaltung mit Speicherfunktion. Das heißt, ich lasse jetzt einfach nochmal laufen und dann können wir uns das noch einmal ansehen. Gut, was muss ich tun? Ja, ich sage einfach wieder, der Verbraucher verbraucht wieder etwas. Ja, wir können sehen, hier der Bestand geht hier runter. So macht man das hier. Es sind 3, 3, 3, 3, 3, 3, immer noch 3. Ja klar, das ist, der Zähler steht hier auf 3 und dann passiert jetzt gleich was. Wir haben mal kurz einen Zack gesehen. Jetzt wird geliefert, wir zählen wieder hoch, ja, und es fehlten immer noch welche. Also, weil wir haben ja, warum fehlen noch welche? Ja, ich habe ja weiter hier verbraucht. Jetzt hören wir auf hier mit dem Mist. Ne? Sagt er, okay, bis an der Grenze gewesen ganz kurz. Ja, und dann sagt er, jo, liefern noch ein bisschen nach. Dann haben wir wieder die gewünschten 450. Ne? Also, was wiederholen wir nochmal? Erkennen leeres Band, kurzen Trigger setzen. Hier merke ich mir, wie viel noch zu liefern sind. Hier wird runtergezählt, wir zusammenaddieren einfach. Kann man hier sehen, hier wird die Lampe eingestellt. Hier geht das Signal raus an den Greifer. Was will ich? Ich will Kupfer haben. Hier kommt das Signal zurück, geht mit dem Kupfer, geht hier hin, wird umgesetzt in Häkchen. Wenn ich neutral bin, dann kann ich in die Kiste packen, was ich will, um die Schaltung umzukonfigurieren. Hier haben wir wieder unsere Flip-Flop-Logik. Untere Grenze erkennen, obere Grenze erkennen, Selbsthaltung. Hier berechnen wir die Differenz und die Differenz geben wir genau ganz kurz weiter, wenn wir von rosa auf rot springen. Das passt genau für einen einzigen Takt. Dann erzeugt das B, nimmt mal B und dann geht das hier einfach durch, was ich rausgekriegt habe, mal B und dann kommt Kupfer raus. Das war's. Das heißt, hier muss ich natürlich umsetzen von Kupfer auf Häkchen und hier muss ich wieder zurücksetzen von irgendwas auf Kupfer. Das war's. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Guckt euch die neue Reihe an, wo ich eine Sushi-Lösung schrittweise aufbaue. Ich freue mich auf euch. Bis dann.